Hey Leute und herzlich willkommen zu der Paluten-Challenge in Skywars. Die Challenge ist quasi FOV ein bisschen runter auf 95. Dann darf ich nur Leute mit einem Kürbis töten, das erkläre ich euch gleich. Das geht nämlich nur auf der Map hier. Und dann muss ich natürlich Specs reinhauen. Bin ich zwar gewohnt von früher, aber ist schon ein bisschen Hardcore, würde ich sagen, im Vergleich zu mit dem Kreuz. Und ich darf nicht fast bridgen. Wird auf jeden Fall nicht einfach. Und ich porte mich erstmal in die Mitte, weil dann kann ich das erklären. Hier gibt es nämlich so einen Kürbis und ich darf nur Leute mit dem Kürbis quasi runter knocken. Ich darf also nicht eine Waffe benutzen. Also ich darf schon eine Waffe benutzen, aber eben der letzte Hit, ja, muss mit dem Dingens hier gemacht werden, mit dem Kürbis. Ansonsten mache ich irgendeine Strafe. Also sagen wir, puh, ich kann es nicht genau sagen, was ich da machen soll. Da muss ich irgendwie meine ganze Rüstung oder so wegwerfen. Oder darf die ganze Rüstung nicht mehr mit... die ganze Runde nicht mehr mit Rüstung rumlaufen. Wird auf jeden Fall nicht einfach. So. Ja, ein bisschen die Leute kämpfen lassen. Ist natürlich eine schlaue Taktik. Erst kämpfen lassen und dann runterschubsen. Oh nein, das wird schwer. Leute, diese Challenge ist so verrückt. Aber ich probiere sie trotzdem. Nee, das schaffe ich hier nicht. Ah, ich habe relativ gute Rüstungen. Da bin ich einigermaßen zufrieden. Da bin ich doch echt zufrieden. Oh Gott. Leute. Holy shit. Das war knapp. Das war verdammt knapp. Und hier ist irgendwie die Tür ein bisschen gefällt. Okay. Keine Ahnung, was der Typ da gemacht hat. Das war auf jeden Fall verdammt knapp. Jetzt darf ich nicht fast bridgen. Aber die Runde geht ja natürlich trotzdem noch weiter. Und das war echt viel Glück für den ersten Versuch, den ich gerade mache. So, ich hoffe, da drüben ist der Gegner. Wie gesagt, ich darf nicht fast bridgen. Und ja, er hat mich schon gesehen. Es wird auf jeden Fall nicht einfach, den da runter zu schubsen. Aber ich probiere es trotzdem mal. Er hat diese Hasenpfote. Von daher muss ich echt aufpassen. Er sieht meinen Paluten-Skin leider nicht. Das wäre einfach zu schön, aber ich muss mich trotzdem nicken, weil das sonst abfuckt mit den Leuten. Ich weiß gar nicht, ob er irgendwas hat, um mich runter zu knocken. Ich bräuchte halt sowas wie eine Angel am besten. Ich darf nicht fast bridgen, wie gesagt. Muss ich aber auch nicht. So, jetzt bin ich zumindest mal drüben. Okay, jetzt muss ich natürlich mich anstrengen. Ich muss sagen, das GUI ist echt ungewohnt. Das ist, fühlt sich so riesig an irgendwie. Aber es ist auch teilweise wegen dem FOV so ein bisschen komisch, gerade das Spiel. Es wird schwer, Leute. Soll ich mich runter wagen? Ich wag mich runter. Gehe nach hier drüben und versuche ihn runter zu knocken gleich. Ich versuche ihn... Okay, scheiße. Das ist schon mal nicht so gut. Ich könnte ihn natürlich immer anhauen. Und dann den letzten Schlag mit dem Kürbis machen. Holy shit! Habt ihr die Kombo gesehen? Junge, 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 Junge. Puh, was ich da für eine Kombo gerade rausgehauen habe. Das war nicht mehr normal. Das war tatsächlich nicht mehr normal. Und wir haben noch zwei Gegner. Oh shit. Das könnte ich sogar packen. Das Ding ist, ich darf nicht fast bridgen. Wobei das eigentlich gar kein Problem ist. Ist kein Problem. Es ist nicht so die No-Shift-Challenge oder so, wo man runterfliegt. Ich meine, man kann zwar jetzt runtergeschossen werden, was natürlich der Worst Case ist, aber ja, ich kann ja nichts dagegen machen. Also baue ich mich ganz gemütlich nach da drüben. Kann nicht runterfallen im Normalfall. Also zumindest liegt es da nicht an mir, wenn ich runterfliege. Und ich gebe mein Bestes gleich im Kampf. Aber es wird verdammt schwer, das irgendwie taktisch hinzubekommen. So, ist der noch in der Mitte? Ich hoffe. So, jetzt ist halt das Problem, wie bekomme ich den Typ an den Rand irgendwie? Der ist ja... Wo ist denn der? Ach, da. Oh, shit, Leute.
Oh nein, scheiße, Leute, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Bis gleich. So, da wären wir dann beim zweiten Versuch. Ich habe letzte Runde sogar vergessen, in der Mitte den Loot rauszuholen. Ich weiß nicht, gültig wäre natürlich mit Schneebällen jemanden zu unterzuhauen nicht wirklich. Muss ich mir mal überlegen, ob das dazugehört oder nicht. Ich würde fast sagen, ist das eigentlich so mit runterhauen? Aha. Schneebälle gelten vielleicht sogar. Aber muss ich mal schauen. Jetzt geht's erstmal in die Mitte. Ich hoffe, ich treffe. Okay, das wäre nämlich ein arg großer Fail. Und ich muss natürlich den Kürbis schnell abbauen. Oder so. Okay, nice. Den habe ich. Das ist meine stärkste Waffe sozusagen. Oh mein Gott, was geht da für eine Sprengung vor sich? Den habe ich fast down. Down. Und den zweiten. Nein! Mist! Wir sehen uns in der nächsten Runde. Aber das ist meine Chance vor allem. Wenn ich jetzt mit dem runterschlag und dann Hotkey auf den Wassereimer. Ah, fuck. Muss mit dem Ding jetzt sein. Oh Gott, das wird schwer. Oh nein. Oh nein. So. Da wären wir beim nächsten Versuch. Hier noch eine extra Enderperle. Kann uns das Leben retten. Aber, ja, wir haben es trotzdem etwas hart momentan. So, was das Equip angeht und allem, ist nicht das Einfachste hier. Die Challenge. So, schnell in die Mitte. Ich gebe mein Bestes, mich zu equippen. Ich hole am besten direkt den Kürbis. Wie immer. Und loote dann die Chest schnell aus. Der eine Typ hat sich schon Bomben equipped. Und ich versuche trotzdem mein Bestes. Indem ich ihn runterschubs. Geschafft. Nice. So, jetzt muss der Nächste dran glauben. Indem ich ihn runterschubse. Es wird aber nicht einfach. Ha? Der muss mir nur mal nachlaufen, dämlich. Und dann kann ich es schaffen. Ja, nice, geschafft. Nächsten Typen down. Nice, Leute. Die Runde könnte was werden. Die Runde könnte was werden. Ich habe mich jetzt noch gar nicht equipped, besser. Hier ist vielleicht noch was drin. Ne, nicht wirklich. Und hier auch nicht wirklich. Es kommt gerade keiner in der Mitte. Da gibt es einen heftigen Fight. Und da könnte ich mal joinen. Wie gesagt, ich entschifte nicht. Und probiere da mal mit Einfluss zu nehmen. So, einer ist gleich schon gestorben. Jetzt kommt der zweite. Ich könnte als dritter gut abstauben. Ich denke mal, so ein Crazy Kill mit TNT, der würde natürlich auch zählen, wobei ich kein Feuerzeug mehr craften kann. Der Typ müsste hier noch im Haus sein, oder da drüben zumindest. Ja, er ist noch da hinten. Jetzt wird es halt echt schwer, wegen dem Equipment, Nachteil von mir, da was zu reißen. Ich hoffe, ich komme da schnell hin und dann schubse ich ihn runter. So. Meine beste Chance genutzt. Ja, perfekt. Perfekt. Next Kill. Die Runde könnte es werden, Leute. Die Runde könnte was werden. Ich denke, das ist machbar. Jetzt noch der eine Typ lebt. Das kann ich schaffen, Leute. Ich habe sogar noch eine Enderperle übrig. Und ich muss ihn nur runterschubsen. Und nice. Down. Und finish him. Ja, komm, er müsste down sein. Locker. Hat er nicht noch eine Enderperle. GG, Leute. Ich habe die Challenge geschafft. Ja, da bin ich echt zufrieden. Mit 4 Kills sogar. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mal die Challenge nachprobieren. Falls ihr ein YouTuber seid, lasst ein Abo da. Auf jeden Fall. Lasst ein Abo da. Lasst vielleicht einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut euch mein letztes Top 5 Video an.
rechts oben verlinkt und links unten könnt ihr mich abonnieren. Ciao.